Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heutiges Thema, ja, in der Schule macht man es auch schon recht früh. Man beschäftigt sich mit dem Kreis und seiner Fläche. Das wollen wir heute auch machen. Also die Fläche. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Einheitskreis, also Radius 1. Viele wissen die Formel, die es da gibt. Flächeninhalt ist Pi mal R Quadrat und in unserem Fall, wenn ich das in Abhängigkeit von R mache, hätte ich natürlich Pi als Kreisfläche. Aber das wollen wir jetzt mal beweisen. Und wie wollen wir das beweisen? Ja, natürlich mit Integralrechnung. Denn wenn es um Flächenbestimmung geht oder Volumenbestimmung, da ist man mit Integralrechnung immer ganz gut, ist einem da geholfen. Wir überlegen uns einfach mal, wir überlegen uns einfach eine Funktion. Ja, das ist unsere x-Achse und hier unsere y-Achse. Eine Funktion, die hier quasi so einen Halbkreis beschreibt. Die ist dann quasi definiert. Das wollte ich schon schreiben von 0 bis 1, das ist natürlich Quatsch. Die ist definiert von minus 1 bis 1, die Funktion. Und bildet auf diesen Bereich hier oben ab. Ja, und wenn wir jetzt das Integral von dieser Funktion bestimmen, also dann müsste die Fläche vom Einheitskreis, die müsste ja dann zweimal Integral von minus 1 bis 1 f von x dx sein. Denn das ist ja die Fläche eines Halbkreises, die wir hier bestimmen würden, mit dem Integral. Und wenn wir die Fläche des Halbkreises mit 2 multiplizieren, dann kriegen wir natürlich noch die andere unten dran. Oder wir können sogar noch interessanter das Ganze gestalten. Wir können sagen, wir nehmen nur so einen Viertelkreis. Ja? Dann braucht man nur von 0 bis 1 integrieren. Dann ein Viertelkreis, ne? 4 mal ein Viertelkreis ist auch natürlich ein Halbkreis, ein ganzer Kreis. Okay, ich sehe gerade, der Akku der Kamera ist bald leer, das heißt, ich beeile mich mal. Ich habe nur noch 5 Minuten. Wie sieht diese Funktion aus? Also, wir wissen ja vom Pythagoras her, na, zeichne ich den Viertelkreis oder irgendwas nochmal ein. Oh, Entschuldigung, diesen Punkt hier haben wir, das ist R, das ist mein X und das ist hier meine Höhe y, wir wissen ja x² plus y² ist also r², das ist klar. Und r² ist 1, das heißt, wir kriegen für y ist die Wurzel aus 1 minus x². Ja, und das ist auch genau dann unsere Funktion. Also haben wir f von x gleich Wurzel aus 1 minus x², das ist definiert, wohl definiert für das Intervall von minus 1 bis 1. Und jetzt müssen wir die mal integrieren. Also, was ist das Integral? Ja, da nehmen wir jetzt die Substitution, ziehen wir hier zu Rate. Das heißt, wir substituieren hier mal schön. Das ist, würde ich mal sagen, der komplizierteste, nicht der komplizierteste, sondern der schönste Trick. Es ist nicht kompliziert, man muss nur drauf kommen. Ja, mit was könnte man hier x² oder x substituieren? Ich verrate es euch. Sinus von u. Ja, dann hätten wir, also wenn wir mal hier ableiten nach u, ja, x', ich weiß nicht, ob man das so schreiben sollte, dann die Ableitung ist hier auf jeden Fall der Cosinus von u. Das heißt, nach der Substitutionsregel hätten wir hier das Integral, oh, jetzt machen wir es erstmal so, von 0 bis 1 von 1 minus Sinusquadrat ist natürlich Cosinusquadrat, ne? Das hatten wir schon häufiger mal beleuchtet. Und die Wurzel daraus ist also Cosinus von u dx. Und jetzt müssen wir noch die Variablen-Transformation machen. Wir müssen hier aus dem dx ein du bekommen. Und dafür brauchen wir eben diese Ableitung hier. Und jetzt müssen wir schauen, okay, wann ist der Cosinus von u, wann ist denn der bitteschön 0? Und wenn wir uns mal kurz überlegen, wie der Cosinus so aussieht, dann sehen wir hier, ja, bei minus Pi halbe ist der 0. Das heißt, das Integral läuft von minus Pi halbe bis
1, also hier ist 0. Ja, Cosinus u müssen wir nochmal dran multiplizieren wegen der Variablen-Transformation. Das heißt, wir haben hier Cosinus Quadrat von u du. Und nun kommt uns natürlich zugute, dass wir... Oh, ich habe nur noch 2 Minuten, also ich muss jetzt ein bisschen hetzen. Dass wir hier die Stammfunktion schon bestimmt haben. Die Stammfunktion ist nämlich... Also das war im letzten Video. Ich verlinke das dann nochmal. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen flotter. 1/4 Sinus von 2x oder in diesem Fall u plus u halbe. Und hier haben wir 0 und minus pi halbe gleich. Wenn wir hier eine 0 einsetzen, ich denke, das sehen wir sofort. 0 durch 2 ist 0 und Sinus von 0 ist auch 0. Aber was kommt raus, wenn wir hier ein Pi halbe einsetzen? Minus Pi halbe. Ja, was ist ein Minus Pi halbe mal 2? Das ist Minus Pi. Wir wissen, der Sinus Pi, der hat bei Minus Pi natürlich den 0. Ne? Das heißt, das fällt weg. Wir haben hier also nur, also erstmal 0 eingesetzt. Es gibt 0, habe ich gesagt, Minus. Ja, wenn wir hier Pi einsetzen, dann haben wir Pi Viertel. Minus, minus Pi Viertel. Gleich Pi Viertel. Ja, und dieses Integral hier brauchen wir genau 4-mal. Das haben wir uns hier oben überlegt. Ah, super. Achso, ich dachte, die Kamera sei schon aus. Entschuldigung. Also ganz schnell noch, Pi Viertel mal 4 ist natürlich Pi. Und damit sind wir fertig. Alles weitere ein andermal. Tschüss.